wir sprechen jetzt noch mal über die, also die Konstellation. Also wir haben noch mal den Herrn Dr. Marz da. Er ist ja Psychiater und Psychoanalytiker. Wir hatten ihn schon mal vor langer Zeit, als wir uns, glaube ich, in Bezug auf die Masken und die, diese Problematik, die das für Kinder auch macht, auseinandergesetzt haben. Und jetzt würden wir ganz gerne mit ihm noch mal über die, die Gefahren der gesellschaftlichen Spaltung, die wir ja jetzt an allen Ecken und Enden sich manifestieren sehen, sprechen. Und Herr Dr. Marz, sind Sie bei uns? Ich bin da. Hallo, hören Sie mich? Perfekt. Hallo, ja. Toll. Ja, vielleicht könnten Sie ganz kurz sich noch mal ein bisschen vorstellen für die Leute, die sich beim letzten Mal, die das nicht gesehen haben. Und dann, genau, können wir, dann sprechen wir über die Inhalte. Ja. Ich bin Hans-Joachim Marz. Ich bin Arzt, Psychiater, Psychotherapeut, Psychoanalytiker und Autor. Ich habe in Halle an der Saale in der Diakonie 28 Jahre eine Klinik geleitet für Psychotherapie und Psychosomatik. Und seit dem Rentenalter schreibe ich, lehre weiter, leite ein Institut und eine Stiftung, die sich für Beziehungskultur engagiert. Ja, wo sind wir hier? Haben wir tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft oder sieht das nur so aus? Wir haben tatsächlich eine gespaltene Gesellschaft und eine zunehmend gespaltene Gesellschaft. Und das scheint mir auch eine politische Absicht zu sein. Ich will mal ganz kurz erklären, was wir Psychoanalytiker unter Spaltung verstehen. Es ist ein primitiver seelischer Abwehrprozess, eine Abwehrleistung, die teilt in entweder oder. Gut oder falsch, oder gut oder böse, richtig oder falsch, und hebt im Grunde genommen die Möglichkeit des sowohl als auch auf. Das geschieht immer dann, wenn, sag mal, ein Mensch oder eine Gruppe in eine Krise kommt, die, deren Ursache sie nicht wahrnehmen will oder der Einzelne nicht wahrnehmen will, dann beginnt ein Spaltungsprozess, mit dem Bemühen, die eigene Position immer für richtig zu befinden und für richtig zu erklären und die Schuld außerhalb zu suchen. Man projiziert also die eigenen Fehler, die eigenen Schwächen immer nach außen. Man braucht also Sündenböcke, man braucht Feindbilder, denen man das dann projektiv zuschreibt, was man bei sich selbst nicht wahrnehmen will. Und wenn man das auf die Gesellschaft ausweitet den Gedanken, gehen wir davon aus, dass die Gesellschaft in einer Krise ist. Das heißt, die bisherige Entwicklung stimmt nicht mehr, sie ist eine Fehlentwicklung. Und jetzt müsste die Einsicht kommen mit den notwendigen Veränderungen. Aber wer an der Macht ist, und das sind ja meistens auch narzisstische Strukturen, ist zur Einsicht nicht wirklich in der Lage. Also versucht man durch Spaltung die Krise zu bewältigen. Das heißt, die eigene Position wird dann immer für richtig befunden und versucht auch mit Machtmitteln zu halten und andere werden für schuldig erklärt. Und dieser Prozess ist ja im Moment ziemlich stark. Also man darf nicht mehr diskutieren über die Maßnahmen. Wer kritisch ist, der wird sofort diffamiert. Das ist ein Leugner, ein Covidiot, ein Reichsbürger oder ein Rassist. Also man kann ja gar nicht so viele Schimpfworte erfinden, wie man braucht, um dann eine kritische Position zu diffamieren. Und diese heftige Reaktion sagt mir, dass ein Gefühl, manchmal vielleicht sogar ein Bewusstsein dafür da ist, dass diese unsere Gesellschaftsform eine kritische Grenze erreicht hat. Und das soll nicht wahrgenommen werden. Denn das würde ja ein Schuldeingeständnis der Eliten bedeuten. Das würde Rücktritte bedeuten. Und das wird im Grunde bis zur bitteren Neige wird das verhindert werden. Das hat der Narzissmus so an sich. Eine narzisstische Problematik kann nicht einsehen, kann nicht Fehler eingestehen, denn da geht es um Leben und Tod. Das muss man so verstehen. Eine narzisstische Störung entsteht, wenn man in seiner eigenen Entwicklung, schon in der frühen Kindheit,
niemals richtig angenommen, bestätigt, verstanden worden ist und so mühevoll herausfinden musste, wie man sich verhält, um die Gnade, Anerkennung bei den Eltern, in der Schule und später im Staat zu bekommen. Das heißt, dadurch wird eine Selbstentfremdung inszeniert. Und die heißt, wenn ich mich nicht anpasse an das, was von mir verlangt wird, dann darf ich eigentlich nicht sein, dann bin ich nicht berechtigt. Und je kleiner das Kind ist, je früher das geschieht, desto mehr kann man sich gut vorstellen, dass das eine sehr bedrohliche Erfahrung ist. Und diese bedrohliche Erfahrung besteht auch im Erwachsenenalter weiter. Das, was ich ja mal mit als Gefühlsstau bezeichnet habe, das ist immer noch emotional vorhanden, was man in der frühen Kindheit erlebt hat. Und wenn man heute einsehen würde, dass man falsch gelebt hat, dass man entfremdet wurde, dass man einem falschen Ziel verfolgt hat und das praktisch als eigenes Fehlverhalten, als eigene Schuld erkennen müsste als Folge dieser frühen Geschichte, dann würde das im Grunde genommen die ganze frühe Lebensbedrohung, sein oder nicht sein, wieder aufwühlen. Und das ist der Grund, weshalb es so wenig Chancen hat, dass die Eliten jemals einsehen könnten, dass sie Fehler begangen haben. Sie können nur abgelöst werden. Das heißt aber gleichzeitig doch, so würde ich das jedenfalls übersetzen, dass diejenigen, die das hier inszeniert haben, ich finde ja diesen Begriff inszenierte Selbstentfremdung, finde ich entlarvend, die also diese Plandemie, so würden wir sie ja inzwischen bezeichnen, inszeniert haben, sehr schwach sind. Denn die sind ja gar nicht fähig zur Selbstreflexion und können deshalb auch ihre eigenen Fehler gar nicht erkennen, beziehungsweise, so wie Sie es formulieren, tun die alles, um zu verhindern, dass diese Fehler erkannt werden. Folglich sind die doch zum Scheitern verurteilt. Ja, das ist leider so, aber ein Scheitern, das auf Biegen und Brechen gehen wird. Also ja. Bevor man das Scheitern zugibt, wird man Polizei, wird man Militär, wird man alles einsetzen, um das möglichst zu verhindern. Und die Qualität dieser, Angst um die Macht, die ist nur zu verstehen, wenn man weiß, dass die eigentliche psychische Problematik eben sehr traumatisiert ist, sehr angstbesetzt ist, mit sehr viel Hass im Grunde genommen belegt ist. Wenn man als Kind nicht wirklich bestätigt wird oder sogar schlecht behandelt wird, traumatisiert wird durch Kränkung, durch Ablehnung, hat das Kind ja berechtigten Hass, berechtigte Empörung, die aber nie gelebt werden darf, die muss unterdrückt werden. Das ist ja im Grunde genommen eine der Hauptquellen für unsere Arbeit. Daran werden Menschen krank. Und wenn sie krank geworden sind, meinetwegen depressiv oder Angstzustände, als Folge dieser Gefühlsunterdrückung, dann ist es unsere Aufgabe, diese Gefühle wieder freizusetzen, damit sie endlich zum Ausdruck kommen können. Und da erleben wir das Ausmaß eines Hasses, einer Empörung, einer berechtigten Empörung aufgrund der frühen Bedrohung. Und die schlummert in den Menschen. Und wer an die Macht gekommen ist, der hat ja im Grunde genommen in der Regel versucht, diese innere Traumatisierung, die Verletzung, die Abwertung, die Selbstunsicherheit oder Identitätsstörung durch Macht zu ersetzen. Dann ist die Macht das Ersatzmittel, die Kompensation der seelischen Störung. Und wenn man die Macht nimmt, wäre dieser Mensch wieder im Grunde genommen nackt, ungeschützt, vor dem Erleben der frühen Traumatisierung. Und das macht es so gefährlich. Deshalb hat man keine Chance, Menschen, die an der Macht sind und solche Fehlentwicklungen wie jetzt in der Pandemie und Plandemie verursachen, durch Einsicht, durch Diskussion, durch Überzeugung, durch Wahrheit, durch Realität zu überzeugen. Das ist aussichtslos, weil es ist für innerseelisch ist es für diese Menschen wie ein Kampf um Leben und Tod. Das betrifft jetzt natürlich, also sagen wir mal, die im Moment ganz besonders am Drücker sind. Aber wir haben ja auch viele Menschen, die jetzt, sagen wir mal, sehr aggressiv sich da verhalten, wenn jemand keine Maske hat. Also so eine Überidentifikation mit jetzt den Vorgaben. Und würden Sie das in gleicher Weise für die Menschen sehen? Oder ist da auch noch ein Einfallstor bei Leuten durch eben irgendeinen Erkenntnisprozess?
Naja, also es gibt immer dieses Problem des Mitläufers, der schnell zum Mittäter wird. Also wer infolge narzisstischer Bemühungen, Anstrengungen, besonderer Leistung auch an die Macht gekommen ist, das ist ja in der Regel auch nicht geschenkt. Und das ist ja wirklich durch kompensierende Leistungen erreicht. Und solche Menschen brauchen im Grunde genommen Fans, sie brauchen Anhänger, sie brauchen Mitläufer, die ihnen bestätigen, dass sie doch die Größten sind, die Besten sind. Und solche Mitläufer, ja, da gibt es viele Mittel, die werden durch Vorteile korrumpiert, durch Geld korrumpiert, durch Ansehen korrumpiert. Aber es gibt dieses Zusammenspiel, das erkenne ich im Moment auch gesellschaftlich, auch als Zeichen der Spaltung, das kollusive Zusammenspiel auf narzisstischer Ebene zwischen Größen selbst und Größen klein. Also Größen selbst ist die narzisstische Kompensation, nun doch beweisen zu wollen, seit der Kindheit, ich bin doch toll, ich bin doch gut, ich mache doch alles, was richtig ist und so weiter. Und damit kommt man dann in solche Machtpositionen. Und es gibt auch das Gegenteil einer narzisstischen Störung, die nenne ich das Größenklein, die darin besteht, dass man sich erstmal besonders abhängig macht und unsicher macht und auf diese Weise im Grunde genommen alle gegenüber verführt, nahezu zwingt, sich um einen zu kümmern. Also das Zusammenspiel von Mächtigen und Abhängigen ist ein narzisstisches Zusammenspiel zwischen Größen selbst und Größen klein. Und diese Spaltung erlebe ich im Moment auch in der Gesellschaft, dass eben eine Elite im Größen selbst herrscht über oder ja, sag mal, missbraucht, manipuliert die Masse der Menschen im Größen klein, die jetzt sozusagen folgsam, gehorsam alles tun, um im Grunde genommen die Macht zu stützen, mit der Illusion, wenn sie das tun, dann werden sie geliebt, dann werden sie unterstützt. Das ist aus der Entwicklung, wenn man das familiär sieht, dann die Kinder, die im Größen klein sind, die durch Anpassung, durch Gehorsam alles machen, was die Eltern verlangen, und dann geht es in der Schule weiter, glauben, damit könnten sie endlich doch noch geliebt werden. Aber das funktioniert natürlich nicht. Sie können höchstens gute Zensuren kriegen oder die Gnade der Eltern erfahren oder eben in der Gesellschaft erfolgreich sein, sind aber entfremdet von ihren eigenen Möglichkeiten. Und diese Hauptentfremdung ist dann immer Unterwerfung, Gehorsam, sich abhängig machen, sich immer in Verbindung sehen zu denen, die an der Macht sind, um denen gefällig zu sein. Und dieses Zusammenspiel erlebe ich im Moment in unserer Gesellschaft. Für mich sind wir ja einer narzisstischen Normopathie als Gesellschaft, also mit der Narzissmus als eine süchtige Größenentwicklung immer mehr, immer weiter, immer besser und so weiter, eine kritische Grenze erreicht hat. Es geht nicht immer nach außen materiell weiter, größer und so weiter. Und in dieser kritischen Grenze wird im Grunde genommen das narzisstische, die narzisstische Störung wund und spitzt sich jetzt zu, dass die Eliten immer versuchen, mächtiger zu werden, also durch Verordnungen, durch Anordnungen, also in ihrer Macht, und die Masse im Größen klein immer mehr folgsam sich unterwerfen, gehorsam sind, in der Hoffnung, dadurch wird alles wieder gut oder sie werden gerettet, sie werden befreit. Diesen Mechanismus, den kenne ich noch aus DDR-Verhältnissen, den hat es mit Sicherheit meiner Kenntnis nach, was wir eben auch gehört haben, im Nationalsozialismus gegeben, ein solches Zusammenspiel, das kollusive Zusammenspiel eben von Größen selbst und Größen klein. Und Herr Dr. Marz, was mich mal interessieren würde, auch in dem Zusammenhang, dieses Impfen.
das hat ja jetzt so was ganz Merkwürdiges angenommen. Da geht's ja, das hat ja fast so eine, wie will man sagen, also für mich hat es fast so was Ritualhaftes, wie ein kathartischer Prozess oder sowas. Das ist ja wie ein Initiationsritus oder so irgendwas, weil die Leute ja da Bilder von sich posten, wo sie schreiben, I did it oder ich, jetzt habe ich es geschafft oder sich mit ihrem Arm da zeigen und das ist ja ganz abenteuerlich. Ich meine, es wird natürlich auch schmackhaft gemacht, zum Beispiel, wenn ich an Plakaten vorbeifahre von Ann-Sophie Mutter oder dem Günther Jauch da. Das sind ja auch jetzt Leute, die für Menschen auch eine gewisse Bedeutung haben. Die gehören zum Club sozusagen. Aber es hat sowas, es hat irgendwie, es ist so merkwürdig, weil es ja eine Art auch so eine Art Sektenkult. Sektenkult, ja. Aber gleichzeitig auch so ein selbstverstümmelndes Element hat. Also ja. ich finde das ganz, es berührt mich ganz eigentümlich. Wie sehen Sie das? Ja, für mich ist das ein Symptom der eben angedeuteten kollektiven Fehlentwicklung. Also ich spreche ja von einer kollektiven Angststörung von nationaler Tragweite statt von einer Epidemie von nationaler Tragweite. Also eine Angststörung, die ausgelöst ist, also Infektionsangst natürlich, man kann an einem Virus erkranken, aber eben der auffälligen politisch gewollten und medial geschürten Panik, das ist ja im Grunde genommen das Auffälligste an dieser pathologischen Situation. Und das wiederum löst alle Ängste aus, die in uns Menschen schlummern. Jeder von uns hat Ängste. Ich habe das in dem Buch Die Corona-Angst nochmal beschrieben. Also die Angst, bin ich richtig, bin ich gut genug, kann ich die Erwartungen erfüllen. Also es gibt eine Reihe von Unsicherheiten und Ängsten. Und die globale Ängstigung, die politisch geschürt wird, löst all diese individuellen Ängste aus, die aber im Moment überhaupt keinen Abfluss, keine Hilfe erfahren. Und das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen jetzt all ihre Verunsicherung, ihre Angst auf die Virusgefahr projizieren, als sei das die eigentliche Gefahr. Und übersehen dabei, dass es eine Gesellschaftskrise gibt, die die eigentliche Gefahr darstellt. Und ihre eigenen individuellen Lebens- und Zukunftsängste werden dann auch nicht mehr gesehen, sondern nur das Virus. Und das erklärt im Grunde auch die fast wahnhafte Erlösungsillusion, durch Impfung gerettet zu werden. Ja? Also dann entsteht dieses Absurde, dass man einen Impfstoff oder Impfstoffe annimmt, die völlig unsicher und unklar sind, deren Wirkung und Langzeitwirkung man nicht kennt, wo gefährlichste Komplikationen wahrscheinlich sind. Also tatsächlich wie ein Erlösungsritual, das kann man eben nur so verstehen, dass ein Großteil der Menschen sind so psychisch eingeengt durch diese Ängstigung, dass sie glauben, sie könnten durch Impfen gerettet werden. Also ich habe in meinem Leben, und ich muss sagen, als Psychiater bin ich selbst von dem Ausmaß dieser Situation überfordert. Ich habe mir eine solche umfassende, fast paranoide Fehlentwicklung eines Großteils der Bevölkerung niemals vorstellen können. Verstehe es aber, wenn ich dann genauer hinschaue, mit dem Wissen um die wirklich auch massenhaft vorhandenen Frühstörungen, also die frühen Einschüchterungen und Ängstigungen und Entfremdungen der Menschen, die jetzt eben sozusagen wund werden, die aktiviert sind und politisch aktiviert worden sind. Da kann man sich jetzt fragen, welchen politischen Zweck und Ziel dient denn das Impfen, dass man die Menschen so in einen religiösen Wahn schickt, als wäre das die Rettung für alles. Und es wird noch was, also wir müssen ja leider mit erheblichen Folgen, jetzt medizinischen Folgen, von solchen noch ungeklärten Impfstoffen rechnen. Aber was dabei noch gar nicht bedacht ist, wir müssen mit den psychischen Folgen rechnen, wenn erkannt wird, dass Impfen überhaupt nichts geholfen hat, bei der Bewältigung der Gesellschaftskrise oder der ganz persönlichen Sorgen, dass man dann erneut geimpft werden soll und immer weiter. Und nichts hat sich im eigenen Leben verbessert. Und diese Erschütterung, diese, Nebenwirkung oder Komplikation psychosozialer Art,
die sind noch gar nicht im Blick, wenn die Menschen merken, dass die Impfung eine Illusion war, dass im Grunde genommen damit dass weder die Gesellschaft noch das individuelle Leben wesentlich verbessert worden sind oder verändert werden konnten. Ich habe, als Viviane das eben nachgefragt hat, gesagt, es ist so unheimlich in gewisser Weise, weil da ist ja auch da ist so ein Element der Selbstverstümmelung da. Und gleichzeitig wird ein unfassbarer Hype gemacht. Unter Verstoß gegen alles, Heilmittelwerbegesetz, macht die Bundesregierung hier Reklame am laufenden Band und die ihr folgenden Medien für Impfstoffe, die keine sind. Das hat mich erinnert an zwei Vorfälle, dieses Sektenkult-Wahnhafte. Einmal gab es vor ein paar Jahren, ich glaube, der Mann sitzt jetzt im Knast in den USA, eine Bewegung, das war so ein Sektenkult. Ausgesprochen, es wurde so komisch geschrieben, damit das auch was Besonderes war, wurde das Nexium. Ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben. Das war jemand, mit Nachnamen heißt er Rainier, ich glaube, der sitzt für 10 oder 15 Jahre im Knast jetzt. Der hatte so einen Kult von überwiegend Frauen um sich aufgebaut, um sie sexuell auszubeuten. Da waren auch bekannte Schauspieler dabei. Das führte am Ende dazu, dass da einige zumindest sogar ein Brandzeichen gekriegt haben. Das haben die sich gegenseitig angetan. Und dann irgendwann explodierte die ganze Nummer. Es kam raus, der Typ war irre. Nein, wahrscheinlich ist er nicht irre, aber er hat diese Menschen eben ausgenutzt. Er wollte an ihr Vermögen ran, wollte diese sexuelle Gefügigkeit haben. Das war den Leuten so peinlich. Einige von denen haben im Fernsehen ausgesagt, haben gesagt, unvorstellbar, jetzt rückblickend, wie konnte ich mich da so reinziehen lassen? Ja, das ist ja noch mal gerade eben gut gegangen, aber da gab es in den 70er Jahren noch einen anderen Fall, an den werden Sie sich erinnern, das war ein gewisser James Jones, der hat einen ähnlichen Kult aufgebaut und hat die Leute dann dazu veranlasst, mit ihm, ich glaube, in den guyanischen Dschungel zu gehen. Die haben dann 700 noch was Leute, haben dann Massenselbstmord begangen, als es nicht mehr weiterging. Und das entspricht ja im Grunde auch der Befürchtung, die Sie eben geäußert haben, dass natürlich das alles an seine Grenzen gelangt ist, an eine kritische Grenze, dass es aber trotzdem nicht möglich sein wird, also ansprechbar sind die ja ohnehin nicht, das ist klar, man sieht es ja, man liest es in ihren Gesichtern, also gucken sich Herrn Söder an, gucken sich Herrn Lauterbach und die anderen an, ansprechbar sind die nicht. Aber die werden mit allem, was geht, so sagen sie es, versuchen zu verhindern, dass man erkennt, dass all diese Leute Kaiser ohne Kleider sind letzten Endes. Ne? Dass es ganz arme Würstchen sind. Das werden sie mit aller Macht verhindern, auch unter Einsatz von Militär und Polizei, sagen sie. Folglich müssen wir dafür sorgen, dass Militär und Polizei begreifen, was hier gespielt wird. In Frankreich ist es ja schon soweit. Ja, genau. Und das, was Sie jetzt nochmal, die Beispiele von solchen sektenhaften Entwicklungen, im Grunde genommen kann man das auf die Gesamtgesellschaft im Moment anwenden. Ja, also ich gehe davon aus, dass unsere Gesellschaft, und das wäre für die Historiker und die Ökonomen vielleicht noch klarer zu sagen, wie weit betrifft denn die Gesellschaftskrise die westliche Welt oder überhaupt die Welt, also sagen wir mal eine finanzkapitalistische Welt, die ist in einer Krise. Und das macht berechtigte Angst, sagen wir in dem Sinne, ja, wie werden wir weiterleben können? Werden wir friedfertig bleiben können? Werden wir sozial gesichert? Werden menschliche Beziehungen erhalten bleiben und so weiter? Das sind berechtigte Ängste. Und da ist im Grunde genommen jetzt die Pandemie wieder die Frage, ist es Absicht oder wird sie nur benutzt, geeignet, um den Menschen die berechtigte Angst nun abzulenken auf eine übertriebene Angst, also eine Panikangst. Und das macht im Grunde genommen die meisten Menschen so unsicher. Also psychologisch gesehen ist es für wirtschaftliche, also für ökonomische und auch politische Machtverhältnisse das Geschickteste, Menschen Angst zu machen. Denn Angst trübt ein, begrenzt das Vernünftige, das Rationale. Man kann sich nicht mehr wirklich frei verhalten. Man ist eingeschüchtert. Und damit wird der Mensch abhängig und vor allem gehorsam und willfährig allen Machtmitteln gegenüber. Und das ist dann im Moment wie eine große Sekte, wenn man es so versteht, eine Deutung, die ich so verstehe. Diese Gesellschaft hat eine kritische Grenze erreicht.
Jetzt wird Angst geschürt, also die berechtigte Angst wird vertuscht. Es wird eine Ersatzangst über die Pandemie geschürt und damit die Menschen sozusagen eingeschüchtert und in Abhängigkeit gehalten, um jetzt hinter dem Rücken und ohne Beteiligung des Volkes, der Bevölkerung, politische und ökonomische Veränderungen zugunsten, denke ich, einer kleinen Elite durchzusetzen. Und das ist dann wie eine Sekte. Also als wären wir geführt von Sektenführern. Ja. Aber es wäre ja, das ist ja eigentlich schon schlimm genug, aber man könnte es noch verkraften, wenn die berechtigte Angst vor dem, was uns eigentlich wirklich Sorgen machen sollte, unter anderem, dass unser Wirtschafts- und Finanzsystem komplett ausgeplündert worden ist und dass die Renten in Zukunft wahrscheinlich eben nicht sicher sind, wenn man davon nur ablenken wollte. Aber es scheint, als würden diese sogenannten selbsternannten Eliten noch einen anderen Zweck verfolgen, nämlich gleichzeitig so selber, so sehr in Panik und Angst sein, vor uns natürlich, ja, nicht vor den 80%, vor uns, vor den 20%, dass sie versuchen, das, was am Ende übrig bleibt, nach ihrer Zerstörung so vollständig unter Kontrolle zu bringen, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind. Das ist, glaube ich, die eigentliche Angst, die wir alle haben sollten, wir diese 20%. Und das ist das, wo man in der Tat dann auch verstehen kann, warum Menschen, die auf der anderen Seite stehen, diese 80%, und die eigentlich die Fähigkeit hätten, dieselben Fragen zu stellen und in das gleiche Internet zu gucken wie wir, davor zurückschrecken. Denn die Angst ist allemal schwerer auszuhalten als die Angst vor einem nicht wirklich greifbaren Virus. Ne? Herr Wimmich, ich habe für mich eine ziemlich, sagen wir, überzeugende Erklärung, die aber schwer zu vermitteln ist. Mhm. Ich will das so sagen. Ich habe in meinem über 40 Jahren Berufsleben, mir war ein zentraler Wert, den Menschen zu helfen, die sogenannte Frühstörungen haben. Und das haben die meisten Menschen, also was ich schon angedeutet habe, in ihrer Entwicklung ihrer Kindheit nicht so angenommen, bestätigt, geliebt worden zu sein und dadurch in ein narzisstisches Defizit gekommen zu sein. Wenn ich daran arbeite, wenn es möglich ist, die Menschen bis in diese frühe Erfahrung zurückzuschicken, im Grunde genommen, dann erleben sie einen emotionalen Kampf, als ginge es um Leben und Tod. Und das ist so zu verstehen, wie vorhin schon gesagt, wenn das Kind die Erfahrung macht, ich bin nicht willkommen, ich soll eigentlich gar nicht sein oder ich bin nicht richtig, dann bedeutet das im Erleben des Kindes einen innerseelischen Kampf wie um Leben und Tod. Und so muss man das verstehen. Wenn im Grunde genommen jetzt Menschen Kraft, also aus dieser frühen Not in eine Machtposition gekommen sind, entweder in eine politische oder ökonomische Machtposition, und wenn man ihnen das rauben würde oder wenn sie das verlieren würden, sind sie in einer inneren Situation, da geht es für sie um Leben und Tod. Und das ist die eigentliche Gefahr. Um weiter leben zu können, werden sie alles tun, um die Menschen oder die Situation zu verhindern, die das aufdecken können. Also die müssen getötet werden. Ja. Also verstehen Sie, das ist für mich das eigentliche Erschrecken an dieser Situation, an der Gefahr. Ich sage das, ich kenne tausende Menschen, gebildete, brave, anständige Menschen, die aber in dieser frühen Not, die war verborgen. Und wenn die so weit waren, dass sie das sozusagen auf der Matte zum Ausdruck bringen konnten, da ging es für sie wirklich um Leben und Tod. Das ist ein Ausmaß an mörderischen Affekten. Also da erschreckt man, wenn man dabei ist. Ja? Das hält man nicht für möglich. Und ich weiß das, ich habe das tausendfach erfahren, aber wer das nicht erfahren hat, wird es mir nie abnehmen, verstehen Sie? Der wird sagen, der spinnt ja und das ist übertrieben und so. Und weil sehr viele Menschen das in sich tragen, höchstens eine Ahnung davon haben, aber es niemals wahrhaben wollen. Und die mit ihrer Kompensation erfolgreich geworden sind, also, ne, Macht,
politisch oder ökonomisch, die haben ja erst recht das Gefühl, na, wir haben doch alles gut geschafft. Hat es uns geschadet? Wir haben vielleicht schwierige Kindheit, hat es uns geschadet? Guck mal, wie erfolgreich, wie sind wir anerkannt, wir sind. Und dass in diesen Menschen diese Affektlage, also ein fast unbeherrschbarer Enttäuschungszorn, Wut, Aggression, Hass ruht, das glaubt man nicht. Aber ich sag's nur, ich habe es tausendfach erfahren. Daran schließt sich eine weitere Frage. Das macht für mich alles absoluten Sinn. Wenn man sich, wir sehen ja nur die Marionetten draußen. Die Hintermänner können wir nicht erkennen. Wir sehen so ein paar von denen so ein bisschen schemenhaft durch den Nebel durch. Und wir können, wenn wir wollen, auch genau feststellen. Wir können genau die Identitäten feststellen, die dahinter stecken. Die sind im Moment aber nicht relevant. Wir sehen im Moment die Marionetten. Und meiner Meinung nach, da irre ich mich vielleicht, deswegen frage ich Sie das, sieht man deren Gesichtern. Ich spreche jetzt von jemandem wie Söder, von Herrn Spahn, von Lauterbach, von Wieler, von Drosten. Meiner Meinung nach sieht man deren Gesichtern an, wie schwach sie eigentlich sind. Das ist aber nicht das ist eine Mischung aus Schwäche und teilweise sieht man auch enorme Wut, enorme Aggression. Gerade bei Söder fällt mir das immer wieder auf. Und Angst. Angst, genau. Angst, bei Lauterbach, ja. Angst. Warum? Also das sind ja Leute, das sind und wenn ich dann noch genauer hingucke, bei Drosten haben wir genauer hingeguckt, das haben wir ja quasi seziert hier im Ausschuss, oder jetzt Annalena Baerbock, wenn ich noch genauer hingucke, dann sehe ich, dass diese Leute gefakte Biografien haben. Die sind nicht das, was sie vorgeben zu sein. Auch Herr Söder hat nur erstes Staatsexamen und irgendeine Billigpromotion runtergerissen. Also da steckt noch nicht mal Substanz dahinter. Das heißt doch aus meiner Sicht, dass die noch bedrohter sind. Noch bedrohter als der normale Mensch, der diese narzisstische Störung hat, weil da fehlt ja sogar noch die Substanz, wo man sagen könnte, guck mal hier, ich kann es euch doch zeigen. Nein, könnt ihr nicht, weil wenn wir genauer hingucken, sehen wir selbst, das ist fake. Warum werden solche Leute als Marionetten, als die Puppets benutzt von denjenigen, die hinten die Stränge ziehen? Warum nimmt man nicht stärkere Persönlichkeiten, die auch in der Lage sind, unter Beschuss zu bestehen? Also beispielsweise in der Talkshow mit Ihnen oder mir zu bestehen? Also ich glaube, stärkere, in der Persönlichkeit stärkere würden sich nicht so manipulieren lassen. Leute, die Sie jetzt noch mal geschildert haben, sind ja eigentlich narzisstisch labile Menschen. Ja. Und das heißt, sind sehr leichte oder leichter manipulierbar. Also man muss ihnen im Grunde genommen nur Angst machen, dass ihre Position gefährdet ist oder so. Also ich gehe manchmal davon aus, dass es bestimmt einen Teil der Eliten gibt, die auch entsprechend bestochen sind mit Geld und mit Machtversprechen und so weiter. Denn das brauchen die, um da überhaupt durchhalten zu können. Mhm. Also um Menschen zu manipulieren, müssen sie eigentlich psychisch labil sein. Wenn jemand an der Macht ist, kriegt man im Moment nicht mit, dass sie im Grunde genommen psychisch labil sind. Aber ich habe auch Machtmenschen in meiner Therapie kennengelernt. Dann merkt man erstmal, was das für arme Würstchen sind hinter dieser Fassade von Großartigkeit. Ja? Und ich will mal gar nicht so sehr ausholen. Das gehört zu meinem Selbstverständnis für mich selbst und für meinen Beruf. Was sind wir Therapeuten auch für letztlich bedürftige Menschen? Ne? Wir sind in die Therapie gegangen, sind Therapeuten geworden, um uns auch selber zu helfen. Verstehen Sie? Also das ist auch eine Kompensation. Und Gott sei Dank gehört es eben bei uns zur Arbeit, dass wir unser eigenes Elend, unsere Begrenzung, unsere narzisstischen Probleme uns angucken müssen. Sonst können wir nicht mit anderen Menschen damit umgehen. Und ich will sagen, das ist ein sehr weit verbreiteter oder fast normaler Umgang oder ein Zustand, wenn die frühen Defizite,
nun im weiteren Leben kompensiert werden. So, und jetzt kann man sagen, also ich spreche von mir, also der Helferberuf oder besondere sportliche Leistungen oder besondere Leistungen im Beruf sind immer auch Kompensationen. Man könnte fragen, ja, was würdest du machen, wenn du jetzt nicht Arzt oder Professor oder Leistungssportler geworden wärst, ne? Dann kriegt man schon manchmal mit, was es da noch für ganz andere Bedürfnisse gibt. So, die Kompensation ist eigentlich notwendig und unvermeidbar. Und jetzt gibt es aber besondere Kompensationen, die eben Menschen an die Spitze stellen, die ihnen Macht gibt, die sich sehr reich macht. Und wenn wir uns jetzt die Menschen angucken, die Multimilliardäre geworden sind oder die wirklich an der Macht sind, die praktisch sich erlauben, Anordnung, undemokratische Anordnung durchzusetzen, dann merkt man, es gibt noch einen qualitativen Unterschied zwischen den Kompensationen. Na, die eine Kompensation, die versucht, gute Arbeit zu machen, gute Leistung zu machen, und die andere Kompensation, die jetzt das ausnutzt, besonders reich zu sein. Was fange ich denn nun an, wenn ich so viel Geld habe oder an der Macht bin? Was fange ich denn nun an aus meiner inneren Störung mit der Macht? Ja, diesen Unterschied muss man mal machen, um zu verstehen, dass die Kompensation von frühen Defiziten unvermeidbar oder notwendig ist, dass wir überhaupt überleben können. Aber dass es einen Unterschied gibt, welche Qualität diese Kompensation hat und wie man sie missbraucht, wie viel Einsicht ist. Also die Gesundheit unserer Machteliten würde ich ja schon daran messen, dass sie sagen, Rücktritt. Wir haben uns geirrt, zu viel Rücktritt. Ja? Dann könnte man sagen, die haben noch, ist noch ein Rest von menschlicher Gesundheit vorhanden. Ja. Und aber der ist eben nicht. Mhm. Ja, der ist nicht. Das ja. Ich finde es super interessant, diese beiden Kompensationsformen, die eine einfach durch Leistung zu überzeugen, also einfach gute Arbeit zu machen. Ja. Das würde ich sogar für legitim halten, dass man das tut, solange das nicht krankhaft ist und abgleitet das kennen wir ja alles, Arbeitssucht, die dann am Ende zum Zusammenbruch führt. Die andere Kompensationsform, das ist die ich Bill Gates oder Mark Zuckerberg oder so zuschreiben würde. Aber auch den beiden sieht man an, dass das ganz schwache, arme Würstchen sind. Inzwischen wissen wir, Bill Gates ist nicht der Selfmade-Millionär, sondern er hatte einen super reichen, super erfolgreichen, super verdrahteten Vater. Und derjenige, der wahrscheinlich in erster Linie da das Gehirn hatte, was man brauchte für das, was Bill Gates unter Microsoft abgezogen hat, das war sein Partner, der inzwischen verstorben ist. Also die Kompensation derjenigen, die dahinter stehen, darüber können wir nur, ich glaube, da können wir nur spekulieren. Ne? Aber das kann nicht geistig. Ich denke manchmal so, wenn ich versuche, mich in Bill Gates hineinzusetzen, also ein Mensch, der sicher keine große menschliche Reife und Tiefe hat, ja, hat so viel Geld. Was um Gottes Willen, was fängt man an? Also ich hätte schon bei einer Million Probleme, ja. Also wie viel Häuser oder wie viel Yachten kann man denn haben? Und so viel Essen und Trinken kann man auch nicht, ja. Also was fängt man an? Und wenn man jetzt bedenkt, dass das möglicherweise eine labile Persönlichkeit oder sogar eine gestörte Persönlichkeit ist, nur im Gedanken, ich behaupte das jetzt nicht, ja, aber kann ja sein. Dann kann man auch nur auf gestörte Ideen kommen, wie man das Geld irgendwie ist, angeblich sinnvoll verwendet. Also so muss man mal denken, also das ist ein Fluch, so viel Geld zu haben. Ja. Also mich würde noch mal interessieren, was eigentlich mit den Therapeuten los ist, weil wir hören ja von Therapeuten, mit denen wir zu tun haben, die ja auch sehr besorgt sind um die Kinder und so weiter. Das ist aber in den therapeutischen, Verbänden oder so, ganz viele gibt, die das sogar noch begrüßen mit den Masken und auch ganz verrückte Geschichten machen, also mit irgendwie Maske in der Therapie sitzen, mit Fenster auf und ungefähr 5 Meter vom Patienten entfernt, ja. Echt? Und ja,
Also es ist völlig absurd und wo die das sozusagen, also quasi auch stützen, dieses System. Also es gibt jetzt auch viele andere, die gerade in dem Kinderbereich auch sagen, was sich da abspielt, das geht auf gar keine Kuhhaut mehr. Da gibt es ja viele Kinder jetzt mit Essstörungen, mit ich weiß nicht was für Problemen, suizidale Kinder und was man in dem Umfang auch vorher gar nicht so, noch niemals hatte. Ganz katastrophal. Aber es gibt eben doch auch viele Therapeuten, die dieses System mittragen. Und ich meine, ich weiß ja von meinem Vater, der war ja Psychologieprofessor und Psychoanalytiker und da gibt es ja dieses Phänomen auch der Übertragung und Gegenübertragung, was Sie da angesprochen hatten, dass man auch reflektiert, was kommt von den Patienten, was macht das mit mir, wo man ja auch seine eigene Psyche irgendwie kennen muss und dann auch entsprechend eben darauf dann sehen kann, was macht der mit mir und wie kann ich damit umgehen, was ist mein Anteil, was ist der vom anderen. Man wundert sich ja schon, dass da offenbar auch da diese Angst oder Macht oder was auch immer für eine Struktur irgendwie so ist, dass man dann gar nicht erkennen kann, was das für ein Leid ist bei den Leuten oder da nicht adäquat mit umgehen kann, weil also theoretisch müssten doch jetzt alle Therapeuten müssten doch dastehen und sagen, das kann man nicht mehr machen mit den Menschen. Und das passiert ja gar nicht. Was haben Sie da für eine Erklärung? Das würde ich auch so sehen, Frau Fischer, genauso. Aber meine simple Antwort ist, Ärzte und Psychotherapeuten sind eben auch nur Menschen. Und ich meine, wenn wir an die Geschichte gucken, wie sich Ärzte haben missbrauchen lassen, ich bin ja von dem Beschluss des Ärztetages ebenso entsetzt, dass die empfohlen haben, Kinder zu impfen, damit sie in die Schule gehen können und in die Kita. Also wenn ich aus diesem Verbund austreten könnte, würde ich das sofort tun. Das kann man als Ärzte nicht machen. Einen solchen Beschluss mit einem Impfstoff, der so unsicher ist bei Kindern, die das am allerwenigsten brauchen, also wie man so zu einer ärztlichen Empfehlung kommen kann, kann ich nicht mehr verstehen und kann es mir nur so beantworten, und das weiß ich ja auch, es gibt solche und solche Therapeuten, es gibt solche und solche Ärzte, also ich gehöre zu den Ärzten, die sich bemühen, immer systemisch zu denken, also das Körperliche, das Seelische, das Geistige, das Soziale zu berücksichtigen. Aber ich kenne viele Ärzte, die eben nur ihr Organ haben, nur ihr Organ, also auf das sie sich spezialisiert haben, die nicht dran denken, dass man auch eine Augenerkrankung oder eine Herzerkrankung oder eine Gelenkerkrankung aus sozialen Zusammenhängen kriegen kann und so weiter. Also die Medizin ist schon längst gespalten, eben das, was wir, weiß ich, Schulmedizin nennen, es geht ja an diese Einseitigkeit und das, was man als ganzheitliche oder systemische Medizin. Und in der Psychotherapie ist es auch so. Die Psychotherapie erleidet im Moment eine der schwersten, sagen wir mal, Fehlentwicklungen. Es gibt ja die großen Bereiche der Verhaltenstherapie und der Psychoanalyse und der Tiefenpsychologie. Es dominiert immer mehr die Verhaltenstherapie. Ich glaube, es gibt nur noch einen einzigen Lehrstuhl für Psychoanalyse. Alles andere wird Verhaltenstherapie. Und das heißt Kurzzeittherapie, das heißt Verhaltensänderung, das heißt nicht mehr Analyse der Hintergründe, der Ursachen, der frühen Entwicklung, das, worüber ich eben gesprochen habe, das alles wird dann ausgeblendet. Und auch das ist ein Politikum, dass man selbst die Psychotherapie jetzt sozusagen so einengt und beschneidet und verändert und also dass eben die unbewussten Dimensionen gar nicht mehr in den Blick kommen. Ich kann mir als Psychotherapeut eine Behandlung mit Gesichtsmaske und mit Abstand und offenem Fenster überhaupt nicht vorstellen. Eine Online-Behandlung kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also ich brauche die Mimik, ich brauche die Bewegung. Ich habe das gehört, dass man manche Psychotherapeuten mit Maske sitzen und sogar verhindern, dass sie sich bewegen, damit sie nicht irgendwelche Aerosole in Bewegung bringen. Also kranker kann man sich das nicht vorstellen, was gerade passiert. Und da bin ich wieder, ja, eben auch Therapeuten, auch Ärzte können narzisstisch so abhängig und unsicher, identitätsschwach sein, dass sie dann diesen Unsinn eins zu eins übernehmen und vielleicht noch
verstärken. Also ich kenne eben solche und solche. Und dann würde ich sagen, es ist wie in der ganzen Bevölkerung, es gibt eben solche und solche Menschen. Also welche, die im Moment Opfer ihrer unbewältigten frühen Ängste sind und andere, die versuchen, sich dem zu stellen und halt durchzustehen, ja. Aber es ist wirklich eine ganz schwierige Lage, auch wenn ich mir vorstelle, ich gehe jetzt zum Beispiel zu einem Therapeuten und möchte über meine Ängste sprechen, dass ich eben hier, weiß ich, Demokratie in Gefahr sehe oder massiv beschädigt sehe und dass ich Schwierigkeiten habe, mich mit meiner Familie da irgendwie zurechtzufinden oder was immer, weil die auf einem ganz anderen Trip sind. Und dann habe ich einen Therapeuten, der quasi mir permanent suggeriert und zeigt, dass andere Narrativ stimmt, ja, sozusagen. Ja. Also wie will denn da überhaupt eine, das sind ja auch Brücken, die sich da an der, also auch die Bewältigung der Problematik ist ja total gestört. Also wenn ich auch dann einem Kind vielleicht mit einer Essstörung dann eigentlich sagen kann, okay, das hat Adaptionsprobleme an die neue Situation, die eigentlich aber okay ist, statt zu sagen, das rebelliert vielleicht, weil es eben diese Eingriffe in die körperliche Unversehrtheit nicht ertragen kann oder sonst was. Also wir haben da ja auch auf dem Bereich eine völlige Verdrehung der Grundfesten quasi der Überzeugung oder des gesellschaftlichen Miteinanders. Das ist leider so. Man kann eigentlich auch keinem Arzt, keinem Psychotherapeuten mehr von vornherein vertrauen, sondern müsste sich das erarbeiten, indem man also so Fragen stellt. Ich habe davon gehört, dass es Psychotherapeuten gibt, die verhindern, wenn jemand über Corona sprechen will. Also wir wollen hier kein politisches Thema rein. Da muss man sich mal vorstellen, ja. Also wie schlimm ist das geworden, auch bei den Kollegen, ja. Ich will mal noch aus meiner Erfahrung sagen, ich habe in der letzten Zeit mehrfach so Workshops zur Corona-Angst gemacht und habe das zum Thema gemacht, wenn jemand also jetzt eingeschüchtert und ängstlich geworden ist, was das für Quellen hat. Ich habe in jedem Fall nachweisen können oder hat sich in der Arbeit ergeben, dass die Zustimmung oder die Ablehnung zu den Maßnahmen auch eine tiefenpsychologische Quelle hat. Also ich bin begeisterter Maskenträger, weil zum Beispiel ich schon immer gehorchen musste. Oder ich weigere mich, eine Maske zu tragen, weil ich im Protest bin gegen jede Bevormundung und so weiter. Also wenn man weggeht von den Erklärungen auf Symptomebene hin führt zu den innerseelischen Gründen, findet man immer Motive. Und es ist hilfreich, den Menschen also zu helfen, dass sie ihre Motive erkennen, damit sie ihre individuellen Ängste nicht mehr von ihren individuellen Ängsten geplagt sind, sondern etwas ruhiger, gelassener und damit rationaler reagieren können auf die aktuellen Situation, auf die Wirklichkeit, also realitätsgerechter. Ja. Also wenn man als Arzt jemanden zum Impfen verführen will oder in der Psychotherapie dieses Thema vermeiden will und sozusagen alle Anordnungen gehorsam übernimmt, kann man keine ordentliche Therapie mehr betreiben. Ja. Das scheint mir auf der Hand zu liegen. Ja. Hey, sehr aufschlussreich. Ich bin ja immer der Meinung, dass wir uns ein möglichst genaues Bild von dem verschaffen müssen, was wir hier sehen. Und da kommen wir immer wieder und wieder auf die Psychologie zu sprechen, weil das spielt hier die maßgebliche Rolle. Sonst wäre diese Illusion nicht möglich. Ja, das ist richtig. So sehe ich das. Also ich denke mal, so dumm oder so krank kann man nicht sein, wenn man so praktisch die Entwicklung der Maßnahmen und das Befolgen sieht. Also es muss eine innerseelische Bereitschaft oder sogar Notwendigkeit haben, ne? Die immer wieder, wir sprachen davon, von Leben und Tod, ja, es geht immer wieder darum, eine innere, erhebliche Verunsicherung, ein Aufgewühltsein zu beruhigen. Ja, und da
können dann die Maßnahmen hilfreich sein. Wenn ich mich nur daran halte, dann wird alles gut. Aber auch der Protest kann eine Möglichkeit sein, sich psychisch abzureagieren. Also auch da kann man übertrieben reagieren, auch nicht mehr realitätsgerecht. Ja. Ich habe bei so manchen politischen Maßnahmen oder das, was uns täglich vermittelt wird, habe ich mir manchmal überlegt, also so falsch, so dumm, das ist gar nicht möglich. Das ist Absicht. Also je dümmer man etwas lügt und Verordnung macht, desto mehr müssen sich doch die Menschen aufregen. Ne? Ja. Also und das ist die Absicht. Wenn die Leute sich aufregen, dann sind sie abgelenkt von den eigentlichen Problemen. Dann ärgern sie sich, na Mensch, das ist doch alles falsch, das stimmt doch gar nicht, und bleiben auf der Symptomebene. Das stimmt. Ja, und so entsteht fast dann ein Bürgerkrieg. Mhm. Ne? Also Maskenträger, Maskenverweigerer, es wird kommen, Geimpfte und Ungeimpfte. Und das ist aber Absicht. Selbst, dass der Impfstoff nicht reicht oder sich streitet um die Bestellung, um die Termine und so weiter. Ich vermute, das könnte alles eine Absicht sein, um die Menschen so verrückt zu machen, wann kriege ich endlich die Impfung? Ich habe mal gesagt, das ist so aus DDR-Verhältnis wie das Bananensyndrom. Ja? Man muss nur einen Mangel herstellen, dann werden die Leute verrückt, auch alle eine Banane haben zu wollen. Ja? Ja. Wie kann es sein, ist Deutschland wirklich so bürokratisch aufgestellt, dass sie nicht genug Impfstoff zur Verfügung stellen? Kann ich mir schwer vorstellen. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, das ist eine Absicht, einen Mangel herzustellen, um die Leute verrückt zu machen, nun endlich von dem guten, rettenden Stoff nun auch noch etwas abzubekommen. Ja, das glaube ich auch in der Zwischenzeit. Es ist Teil dieser von Mike Jeden uns mal so beschriebenen psychologischen Operation, die hier abgeht. Ja. Ja. Damit man, wir haben ja aus den USA gehört, die Impfzentren sind faktisch leer. Da muss man jetzt mit harten Maßnahmen ran. Man versucht also die Arbeitgeber dazu zu bringen, dass sie Prämien ihren Arbeitnehmern dafür zahlen, dass sie da reingehen. Nur da ist denen ja leider ein Fehler passiert oder zu unserem Glück. Denn diese Nebenwirkungen einschließlich massivster Todesfälle, einer Vielzahl von Todesfällen, die sind eben nicht mehr unter den Teppich zu kehren. Also da auf dem Weg hin zu dem, was die brauchen, um uns unter Kontrolle zu bringen, sind so schlimme Fehler passiert, dass immer mehr Leute auch aus dem bisherig ruhig bleibenden Teil der Bevölkerung so nervös sind, dass sie nicht mehr mitspielen. Und das dürfte am Ende unser Vorteil sein. Ja. Es ist faszinierend, wie auch immer weitere gefährliche Spins erscheinen. Zum Beispiel jetzt die Geschichte, dass die Geimpften sich ja nur mit Maske den Nicht-Geimpften nähern sollen, weil dann könnte ja, war doch im ZDF oder wo das war, gab es doch so einen Bericht, dass ja diese Mutationen, die dann entstehen können, wie nannten die das noch? Ich habe es wieder vergessen. Irgendwie eine Mutation, die noch schlimmer ist, als eben weil sie einmal das Immunsystem des Geimpften durchlaufen hat. Ja, dadurch kommt dann was Schlimmeres irgendwie zum Vorschein. Und das mag ja auch stimmen, aber das hat man ja wahrscheinlich dann auch in Populationen, wo vielleicht alle geimpft sind, weil es eben irgendwie wieder, der Virus wird ja trotzdem irgendwo rumschwirren, aber jetzt wird es plötzlich dann an den Nicht-Geimpften festgemacht, die vielleicht ein viel besseres Immunsystem haben und sowieso asymptomatisch nichts übertragen. Aber da wird schon wieder so der nächste Angstspin quasi auch aufgebaut, der Spaltende. Ja, also das ist auch faszinierend, dass es immer neue Blüten treibt. Eine unendliche Geschichte. Weil es eben nicht um Corona und damit auch nicht um die Maske oder ums Impfen geht. Nee. Es wird nur gebraucht. Ja? Es ist eine unendliche Geschichte. Und wenn man bei dieser Geschichte bleibt, kämen wir auch nie wieder heraus. Ja. Es wird jederzeit neue Viren gefunden werden, neue Mutationen, neue Impfprobleme und so weiter und so weiter. Also auf dieser Ebene
ist es eine unendliche, unlösbare Geschichte. Ja, deswegen muss man diese Ebene, die auch die Diskussionsebene verlassen. Die können wir den Mainstream-Leuten überlassen, wenn die damit ihre Zeit verschwenden wollen. Wir sind ja längst dabei, genauer hinzugucken, hinter die Kulissen zu gucken, um jedenfalls für uns, und wir gehen davon aus, dass wir die entscheidende kritische Masse sind, um jedenfalls für uns Klarheit zu schaffen, was getan werden muss. Und dabei sind wir. Ich glaube nicht, dass es noch großen Sinn macht, sich jetzt noch zu überlegen, ob der PCR-Test vielleicht doch Infektionen feststellen kann. Die Nummer ist durch. Ne? Und ob asymptomatische Infektionen eine Rolle spielen, die Nummer ist auch durch. Also es geht um was anderes, das ist uns klar. Ja, Herr Marz, das war äußerst aufschlussreich. Ich finde das immer wieder einerseits natürlich in gewisser Weise verstörend, aber nicht wirklich, sondern das Licht muss da reingeschienen werden, damit wir einfach besser erkennen können, was hier gespielt wird. Und da sind Sie eine sehr große Hilfe jetzt gerade wieder gewesen. Ich will Ihnen aber auch sagen, lieber Herr Fühlmich, großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Also ich schätze das und Sie und was Sie machen auch, Frau Fischer, großartig, großartig. Großer Dank, große Anerkennung. Vielen Dank. Großartige Arbeit. Ja. Dankeschön. Dann wenden wir uns jetzt Ihrem Kollegen zu. Ich glaube, Sie arbeiten auch zusammen, oder? Nein, über das Buch sind wir zusammen. Okay. Okay. Und Ihnen wünsche ich, bleiben Sie gerne dabei, Ihnen wünsche ich trotzdem jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Danke, Ihnen auch. Danke. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Ja.